Herrliches Fußballwetter, dazu noch der Tabellenführer der SV Waldhof Mannheim zu Gast im Dietmar-Hopp-Sportpark und das Ganze dann auch noch live im Fernsehen. Alles ist also bereitet für einen großen Fußballtag in Waldorf. Ganze 2300 Zuschauer fanden den Weg ins Stadion und bieten dem Spiel den richtigen Rahmen. Wir gehen zum sportlichen Teil der Veranstaltung über, auch gegen den Tabellenführer will Matthias Born punkten. Noch sind die potenziellen Abstiegsplätze ja nicht weit genug entfernt, um sich des Klassenerhalts sicher sein zu können. Eine kleine Überraschung gibt es in der Startaufstellung. Harun Zulak bekommt seine Chance und ist von Beginn an mit dabei. Der ist dann auch gleich in dieser Situation beteiligt. Zwar kann er sich hier nicht durchsetzen, der Ball ist aber noch nicht verloren, kommt zu Torben Stadler. Der schlägt einen Haken und schießt. Markus Scholz kann den Ball aber über die Latte lenken. Dass Torben Stadler es mit links kann, wissen wir ja. Aber dass er auch mit rechts so abziehen kann, das sieht man doch selten. Und gleich wieder mit unserer Astoria. Über die rechte Seite kommt der Ball zu Markus Meyer. Der bringt ihn vors Tor und da ist Harun Zulak, Tor! Da ist die frühe Führung für die Born-Elf. Harun Zulak rechtfertigt seine Aufstellung sofort. Das tut der Mannschaft gut, mal wieder selbst in Führung zu gehen. Auf den kurzen Pfosten war er hier gegangen und verwertete die Hereingabe dann sicher. Die Führung gibt den Waldorfern dann auch Selbstvertrauen. Sie spielen weiter nach vorne. Hier testet Jakub Pullert den Mannheimer Schlussmann. Und in diesem Rhythmus geht es auch weiter. Die Astoria ist absolut tonangebend. Markus Meyer diesmal auf den linken Flügel, bedient Stadler. Der bleibt hängen, steht aber wieder auf und probiert es erneut mit seinem rechten Fuß. Keine zwei Minuten später. Jakub Pullert schickt Nikolai Groß. Der ist frei vor dem Tor und er behält die Nerven und schiebt den Ball am Torhüter vorbei in die Masche. Was ist denn hier los? Unsere Astoria lässt den Tabellenführer nicht zur Entfaltung kommen und führt nach nicht einmal einer halben Stunde mit 2:0. Nikolai Groß ist so eine Art Waldhof-Spezialist. Letzte Saison Pokal-Viertelfinale in Mannheim. In der Nachspielzeit schoss er uns ins Halbfinale. Und im Gefühl des bis dato starken Spiels probiert es Harun Zulak von der Mittellinie. Das funktioniert dann aber doch nicht. Die Mannheimer Fans bekamen bislang wenig von ihrer Elf geboten. Dann zur Abwechslung aber mal ein Eckball für den Waldhof. Und da ist Marcel Segert. Der kommt nicht richtig an den Ball und der kommt dann auch nicht aufs Tor. Wir gehen jetzt sofort in die zweite Halbzeit. Bisher konnte Matthias Born mit dem, was er gesehen hat, richtig zufrieden sein. Und das ändert sich erstmal auch nicht. Johannes Kiermaier mit dem Doppelpass mit Harun Zulak. Schaut, dann bringt er den Ball herein vor das Tor und dann schlägt er erneut ein. Markus Meyer ist diesmal der Torschütze. 3:0. Das direkt nach dem Seitenwechsel. Bislang war Markus Meyer vorne agil und bereitete vieles vor. Nun belohnt er sich selbst. Schön direkt hat er das Zuspiel von Kiermaier da ins Tor buxiert. Jetzt wäre es wichtig, das Ergebnis erstmal eine Weile so zu halten, aber Waldhof Mannheim versucht es nochmal. Und nach einer Ecke kann sich die Astoria nicht richtig befreien. Gianluca Korte mit der Flanke und dann ist da Benedikt Köp mit dem Kopf. Die Mannheimer können hier schnell verkürzen. Genau das hätte jetzt nicht passieren sollen. Die Flanke kam aber punktgenau auf den Stürmer, der dann nur noch einnicken musste. Beflügelt durch dieses Tor bauen die Gäste nun Druck auf. Korte mit dem nächsten Eckball auf Segert. Kiermaier rettet auf der Linie. Da stand er goldrichtig und verhindert den Anschlusstreffer. Wir machen direkt weiter. Diese Szene ist ungeschnitten. Der zur zweiten Hälfte eingewechselte Ali Ibrahimai dringt in den 16er ein, kommt zum Abschluss, schießt aber knapp über das Tor von Jürgen Renner. Dass das aber noch eine heiße Schlussphase wird, ist hier schon abzusehen. Zwischenzeitlich ist jetzt auch Christopher Hellmann im Spiel und der führt sich hier gleich gut ein, bringt den Ball aber nicht auf das Tor. Es laufen jetzt schon die letzten 10 Minuten, aber der Waldhof kommt erneut. Ali Ibrahimai über die linke Seite hat sehr viel Raum und kann so ruhig zurücklegen auf Gianluca Korte. Tor! Da ist der Anschlusstreffer. Jetzt wird es nochmal so richtig spannend. Damit hatte man nach dem 3:0 nicht mehr gerechnet. Korte traf den Ball hier nicht mal richtig, aber er springt trotzdem irgendwie ins Tor. Jetzt auch noch ein Freistoß für die Mannschaft von Gerd Deiß. Jürgen Renner hält aber stark gegen Hassan Ami. Es läuft nun die Nachspielzeit. Mannheim wirft hier alles nach vorne und unsere Elf verteidigt mit Mann und Maus. Hassan Amin mit der Flanke, die wird vor das Tor auf Nennhuber gebracht und der trifft zum Ausgleich. Das gibt es doch nicht. In der Nachspielzeit macht Kevin Nennhuber doch noch den Ausgleich. Das ist ganz bitter für unsere Elf.
Bei dem 3:3 bleibt es dann auch. Zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten waren das heute. Und so steht am Ende unterm Strich nur ein Punkt für unsere Mannschaft, die sich leider nicht für die tollen ersten 50 Minuten belohnen konnte. Nächste Woche geht es nicht minder schwer weiter. Dann ist die Elf von Matthias Born zu Gast beim Tabellenzweiten aus Elversberg. Wenn man 3:0 vorne war, dann spricht man natürlich davon, dass man 2 Punkte verloren hat. Wobei, wenn ich das ganze Spiel betrachte, ja, haben wir eine tolle Leistung abgeliefert heute. Viele Chancen rausgespielt, vielleicht ein, zwei Chancen liegen lassen, gerade in der ersten Halbzeit. Aber über 90 Minuten haben wir eine sehr gute Leistung abgeliefert heute. Überrascht war man nicht, weil wir wussten, wie der Waldhof spielt. Ja, die haben ein klares Muster in ihrem Spiel. Das war heute auch so. Und ja, bis zum 3:0 ging unser Plan dagegen gut auf. Und ja, dann zum Schluss muss man sagen, haben wir es leider nicht geschafft, dann auch den großen Druck, den sie doch gemacht haben, auch gerade bei langen Bällen in den 16er. Es waren ja überwiegend dann auch Gefahr durch lange Bälle, wo sie dann einfach durch ihre Körpergröße auch versucht haben, dann auf den zweiten Ball oder direkt einen Kopfball aufs Tor zu bekommen. Ja, das haben wir leider nicht geschafft, konsequent zu verteidigen. Ja, ich denke, wenn man, egal welches Spiel 3:0 führt, sollte man mit 3 Punkten nach Hause fahren. Nach den letzten nicht so guten Spielen muss man aber mit dem Punkt gegen Tabellenführer am Ende wahrscheinlich zufrieden sein. Der Spielverlauf, wie gesagt, da hätte man wahrscheinlich 3 Punkte mitnehmen müssen auf jeden Fall. Ja, vielleicht hat einfach ein bisschen die Sicherheit und Lockerheit gefehlt. Ich meine, wir haben erste Halbzeit viel rausgehauen, waren auch eiskalt vorm Tor, waren läuferisch sehr stark und ich meine, wir haben gegen Tabellenführer gespielt, die hatten viel Ballbesitz zweite Halbzeit. Und ich glaube, das hat man vielleicht am Schluss dann gemerkt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man die Tore verhindern konnte, die wir bekommen haben. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach auf den Punkt aufbauen gegen Tabellenführer und dann nach Elversberg fahren und eine ähnliche Leistung bringen und dann dort wieder was mitnehmen. So, ja, für uns wichtig, was wir mitnehmen nach dem Spiel, ist, dass wir jetzt auch nach einer schwierigen Phase heute auch Fußball gespielt haben, dass wir fußballerisch hier Akzente gesetzt haben, 3 Tore geschossen und das nehmen wir mit.